Wait. Aha, something's wrong. Mary, was hast du? Run. Run. Am Start mit einem neuen Let's Play. Wir spielen hier Yes Mama. Ich glaube, das ist das Spiel, wo jede Mutter sich wünschen würde, dass ihr Kind es spielt, weil wir alle kennen es. Spätestens nachdem wir durch die Pubertät gegangen sind, wir sagen aus Prinzip Nein Mama. Aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. In dem Fall heißt es Ja, Mama. Mal schauen. Anscheinend sind wir noch nicht hier. Anscheinend sind wir noch keine 14. Sind wir ready? Yes, Mama. Ja, Mama. Wir sind ready. Das Spiel geht anscheinend noch 5 Minuten. Laut. Page. Wir kriegen das bestimmt auf 15 Minuten gestreckt mit meiner ganzen Laberei dazwischen. Aber it is worth. Das ist aber geil. Das ist kein schöner Ton. Game Controls. Ja. 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 To back out of the item screen. Okay. Ja, ich würde check the items und weiter gehen. Have fun. Das werden wir haben. Also, die Töne sind nicht so super. Das hört sich an wie jemand, der nicht Klavier spielen kann. Papa, schlaf normalerweise in der Mitte. But now I sleep there, so Mama doesn't get down. Aber jetzt schlaf ich auch noch hier, damit Mama nicht so allein ist. Was ist das für eine eklige Musik, wenn da kommt? Das ist furchtbar. Ich mag dieses Klavier geklimmt nicht. Okay, da sind meine Klamotten drin, in die anderen darf ich nicht reinschauen. Also diese Musik macht mich fertig, das mache ich jetzt weg. So, tschüss. Das ist ja eine furchtbare Musik, das ist furchtbare Klaviergeklimper. Also nichts gegen den Entwickler, ne? Aber dieses furchtbare Klaviergeklimper, das sich anhört wie ich, wenn ich keine Ahnung habe, wie drin, wenn ich ein neues Stück einspiele, das ist furchtbar nett. Ich habe jetzt einfach die Hintergrundmusik ausgemacht. Das tut mir leid, aber das ist schrecklich. Okay. Also in dieses Gefäß habe ich früher immer was verdeckt, als ich kleiner war. Ja, das ist broken. Wir sollten das loswerden. Hier ist mal nicht viel drin, so in diesem Haus. Hier ist ein Kamin. Und der brennt auch schon die ganze Nacht. Es schneit im Moment. Ist das Mama? Warte, ich will dir erstmal meine Notizen. Alles Gute zum 10. Geburtstag, Mary. Ja, ich seh dir. Seht ihr? Ich sagte doch, wir sind bestimmt noch keine 14. 10. Geburtstag, congratulations. Dass du eine junge Frau wirst. Ja, das ist ein Geburtstagsbrief, der mich interessiert. Hätte ich jetzt auch gedacht. Da sind ein paar alte Familienfotos drin. Okay. Das sind Spiegel. Oh, Spiegel sind immer interessant. Hier sind ein paar langweilige Bücher. Achso, ich frage mich, wie ich aussehen werde, wenn ich so alt werde wie Mama. Das ist anscheinend unser Lagerraum mit Früchten und Gemüsezeug, das ich nicht mag, und Mehl und Kartoffeln. Happy bist du? Das sieht aus wie unsere Oma. Happy Birthday. Ja, genau. Danke, Oma. Ich kann nicht glauben, dass du schon 10 Jahre alt bist, wie die Zeit verfliegt. Ja. Es ist etwas ungewohnt, ohne Hintergrundmusik zu spielen, aber die ist einfach hier in dem Fall furchtbar. Ich muss die ausmachen. Was? Ich verstehe nicht, ich verstehe die Muttersprache von meiner Mama nicht, mit der dieses Buch geschrieben ist. Es ist offen und auf einer Seite steht Senectus Rhetorex. Das hört sich doch sehr lateinisch an. Was auch immer es bedeutet. Mami, bist du endlich aufgewacht? Schlafen.
wenn ich abwisse, dann Röschen da. Und du weißt, nur weil du Geburtstag hast, heißt es nicht, dass du ihn verschlafen darfst. Großmutter ist den ganzen Weg hierher gekommen, um dich zu sehen, und wir haben eine Menge zu tun heute. Tut mir leid, Mama. Ach, ich ärgere dich, ich zieh dich doch nur ein bisschen auf, Süße. Aber nun, da du hier bist, kannst du mir ein Glas von. Ein Glas voll Snails? Also, ich kenne nur Nails und Snakes. Ich weiß nicht, was Snails sind. Ist es eine Mischung aus Nägeln und Schlangen? Front Room, was ist das? Front Room. Ja, Mama. Danke, Sweetie. Ich brauche ein Glas. Da trinken wir Wasser raus. Wo finde ich denn hier? Ich möchte ein ganz liebes Mädchen sein. Ah, hier ist es ja. Ich weiß immer noch nicht, was Nails sind, aber von mir aus. Dann bringen wir das mal der Mami. Hast du es? Ja, Mama, hier ist es. Perfekt. Kannst du mir nun die alten Fotos von uns und Großmutter bringen? Du weißt, diejenigen, wo die am liebsten sind. Ich denke, es ist ja, ein bisschen der Boxen auf Dining Table. Ja. So, einige Fotos sind noch entstanden, da war ich noch gar nicht geboren. Es ist irgendwie seltsam, Mama und Papa zu sehen, wie sie noch in meinem Alter waren. Ich glaube, die Fotos, nach denen ich suche, sind irgendwo hier. Ah, da sind sie, ja. Ich habe ein Familienfoto erhalten. Ich gebe es brav der Mami. Hast du das Foto gefunden? Habe ich. Wundervoll. Jetzt brauche ich noch etwas Schwieriges. Und wenn du das schaffst, wirst du es mir bringen, egal was es dich kostet. Ja, Mama? Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Könntest du die Fotos zu dem Kamin bringen? Ich möchte, dass du sie verbrennst, sodass nur noch Asche übrig bleibt. Aber wieso? Das wirst du später herausfinden. Aber keine Aber. Das ist wichtig, Mary. Ah, wie heißt Mary? Okay, Mama. Okay. Ich schätze, Mama weiß, was das Beste für uns ist. Dann verbrenne ich mal die Fotos. Jetzt habe ich ein verbranntes Familienfoto erhalten. Wie auch immer ich das erhalten haben soll. Ich habe die Fotos verbrannt, Mama. Du bist ein gutes Mädchen, Mary. Nur noch zwei Dinge, die du für mich tun könntest, okay? Also im Schlafzimmer in dem Dresser. Wo halt die Klamotten drin liegen. Finde ich eine Pflanze, die heißt Mandrake. Was auch immer das ist. Es ist so gezeichnet wie eine Person. Ach, ist das ein. Ist das. Sag mal, ist unsere Mutter eine Hexe? Ich glaube, ich weiß, was dieses Mandrake ist. Dieses nicht Ingwer. Wie heißt das? Nicht Ingwer. Dieses Zeugs. Ich weiß es nicht. Aber nicht Ingwer. Oder doch Ingwer? Nein, da habe ich es einfach verlassen. Yay, endlich kann ich mir die angucken. Die Schubladen. Da sind ein paar seltsam schauende Schmucksachen. Und das Skelett eines Vogels. Okay, wir haben eine Mutter als. Wir haben eine Hexe als Mutter. Und ein Fläschchen voll mit rotem Zeugs. Das ist bestimmt Blut. Und ein paar getrocknete Blumen. Aber keine Mandrake. Vielleicht soll ich schon mal mit Mama reden. Da kannst du dir das mal anschauen. Nee, das bin ich hier. Mandrake. Ich bin. Ah, das. Mandrake ist irgend so ein Zeugs, was die Hexen als benutzen. Alraune. Wir sind auf der Suche nach einer Alraune. Hast du die Alraune gefunden? Noch nicht. Ich habe mir die ganzen Schubladen angeschaut, aber ich konnte sie nicht finden. Das ist komisch. Ah, natürlich. Ach, ich Dummerchen. Ich habe vergessen. Was? Couldn't you take it out from under the bed? Also, ich habe diese Alraune anscheinend. Hat sie die Alraune unter dem Bett gelassen und dann einfach vergessen. Und da liegt sie jetzt seit Jahren. Egal. Schau jedenfalls mal unter dem Bett. Dann machen wir das nochmal. Schauen wir mal unter das Bett. Es ist dunkel.
Aber was? Sie sieht keine. Hier ist wirklich staubig. Ah, ich sehe eine. Eine braune. Sieht aus, als würde sie sich bewegen. Mami! Hast du die Mandrake? Der braune Kuni. Ja. Sie war unter dem Bett, so wie du sagtest. Wunderbar. So, hier, nimm das Messer. Ein 10-jähriges Mädel. Nimm das Messer. Du musst sehr vorsichtig damit sein. Ja, werde ich, Mama. Nun, schneide die Alraune auf dem Schneidebrett. Zuerst den Kopf und ja, den Rest kannst du das tun, ja, Mama. Gutes Mädchen. Ah, es blutet. Moment. Es blutet. Hilfe, es blutet. Schnell. Tu sie ins irgendwas. So, ich nehme das dann noch. Noch eine Sache will sie für uns. Also diese Mutti ist aber auch hier unnötiges. Wird hier vegan gekocht. Hi, Capucci. Schön, dich hier zu sehen. Bist du ready mit deinem Stream? Bist du fertig mit deinem Stream? So. Ey, vegan. Ja. Also, in unserer köstlichen Suppe befindet sich eine Alraune, verbrannte Familienfotos, ein Marmeladenglas voll von einer Mischung aus Schlangen und Nägeln und das war's bis jetzt. Okay, ich habe noch eine Sache, die ich möchte, dass du erledigst, diese Hexe. Unsere Mutter ist eine Hexe, by the way, das habe ich schon figured out. Okay, das wird noch schwieriger als alles, was ich davor getan habe. Aber du musst mir versprechen, dass du es tun wirst. Versprichst du mir, dass egal was auch ist, das, wonach ich dich jetzt als nächstes frage, dass du das tun wirst? Kommt ja auf YouTube natürlich. Wir sind zwar kurz, aber das machen wir. Und wir folgen einfach der Logik dieses Spiels und sagen wieder mal ja, Mama. Dankeschön, Baby. Also, wir müssen das Messer nehmen, rausgehen. Wer ist Olli? Das gefällt mir nicht. Wer ist Olli? Was? Nein, das werde ich nicht tun. Du kannst mir nicht sagen, dass ich sowas tun soll. Warum macht sie das nicht selber? Ich weiß nicht, wo Olli ist, aber irgendein besten Herz sollen wir aufschlitzen. Okay, dann schätze ich, willst du keins deiner Geburtstagsgeschenke haben. Aber, es ist deine Entscheidung, nicht meine. Dass da gar nichts leckt. So, jetzt gehen wir hier. Wo ist denn überhaupt hier draußen? Kann ich denn jetzt im Spiegel schauen? Nein, okay. Wer ist Olli? Wahrscheinlich unser Hund oder so. Ist das unser Hund? Na. Oh, ich kann damit auch. Oh! Ich kann auch die Ratte. Damit aufschlitzen. Okay, Moment. Wir machen jetzt zwei Durchgänge. Wir machen einmal das schlimme Ende, indem wir unserer Mutter Anweisungen befolgen. Auf alles sagen, ja, Mama. Und das bin ich doch nicht alt genug. Und wir tun einfach alles, was Mama sagt. Und Mama sagt, wir sollen den armen Hund das Herz aufschlitzen. Es rennt natürlich weg. Schlauer Hund. Och, das will ich nicht. Das ist so furchtbar. Nein. Es tut mir leid, Olli. Oh, das ist so furchtbar. Oh, das ist so furchtbar. Ja, die Mutti ist echt furchtbar. Oh, das ist so gemein, gell? Anstatt einfach nur so hinzuklicken und so nach Motto, ja, wir töten den Hund, rennt er auch noch vor uns weg. Und wir müssen ihm auch noch hinterher rennen. Ey, das gibt nichts, was mein Herz noch mehr zerreißen könnte. Was denn? Nicht unsere Oma dazu. Ist das Ollis Herz? So wird er viel nützlicher sein. Ja. Ah, ist klar. Hast du es endlich getan? Habe ich. Mache heute den Fleischtag. Supi. Dann wird das hoffentlich sehr leckeres Fleisch und hoffentlich nicht zäh. Es gibt nichts Schlimmeres wie zähes Fleisch. Dann wurde dann rauch und drauf kaust wie so Kaugummi. Ich bin so stolz auf dich. Triff mich und Großmutter im Keller und du kriegst deine Geschenke. Das gefällt mir nicht. Hallo Squirbys.
I don't like it, I don't like it, I don't like it, I don't like it. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Wieso? Wieso bist du denn in den Keller? Wieso? Wieso denn wohl? Diese Skelett? Da ist doch ein Skelett. Sag mal, hat sich die Hintergrundmusik vielleicht, by the way, verändert? Wenn die nämlich immer noch so schlecht ist. Okay, die hat sich verändert. Dann lassen. So, ich bewegen. Ah, Moment, ich will noch kurz was testen. Okay, nee, jetzt kann ich wieder zurück. So viele Skelette. I don't like it, I don't like it, I don't like it. Darf ich fragen, was ihr vorhabt? So viele Entscheidungsmöglichkeiten, ich weiß gar nicht, was ich klicken soll. Wenn du bereit bist, dann setz dich doch auf den Stuhl links, okay? Natürlich, Mama. Gutes Mädchen. Ja, jetzt setzen wir uns hin. Wir stehen vor dir. Wir geben dir. Bla 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 bla. Und jetzt? Es fühlt sich lustig an. Was geschieht mit mir? Oh nein. Wo ist die Oma? Wie fühlst du dich? Die Oma ist gestorben. Ich fühle mich fantastisch. Oh, die ist doch älter geworden, oder? Die sieht jetzt ganz anders aus. Die sieht geschminkt aus. Die sieht wir sehen jetzt älter aus. So ist es viel. Nein! 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 Oh nein! Mit dem alten, zerbrechlichen Körper. Das ist die Oma, die jetzt in den Körper von der Mary ist. Und die Mary ist gestorben. Das ist krass. Mama, in Anführungszeichen. Ne. Ne. Ach du ne. Das ist ja furchtbar. Das ist krass. Das ist richtig krass. Boah. Das ist richtig krass. Ich weiß nicht, was... schon zu Ende, das war kurz. Ja, ja, so stand auch, dass es nur 5 Minuten gehen würde. Ich hatte am Anfang versprochen, dass wir jetzt safe 15 Minuten schaffen. Wir haben sogar 19 Minuten geschafft, also fast 20 Minuten, weil ich so viel doch gerne laber dazwischen. Das ist krass. Are you ready? Yes, Mama. So, jetzt machen wir den zweiten Durchlauf und das ist jetzt ganz anders, ne? Also hier, Mami. Jetzt widersetzen wir uns ihr grundsätzlich und sagen zu allem Nein, Mama. Also. Vor allem mein Geburtstagsgeschenk. No, Mama. Sorry, was hast du gesagt? Nein, Mama. Hä? Das funktioniert gar nicht. Ja, Mama? Danke, Sweetie. Okay, ich bin dazu gezwungen, dieses Ja auf Snape. Jetzt kann mir mal jemand erklären, was es ist. Sie heißt Mama, ja. Und wie deine neue japanische Vokabel gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was ihr der Japanisch da erzählt. Ich kann kein Japanisch. So, hier ist der Ja. Ich kann mir das mal jemand erklären, was sind Snails. Ich kenne nur Snakes und Nails. Ich weiß nicht, was Snails sein soll, aber gut. So, ich habe das hier gebracht. Hier hast du es. Perfekt. So, jetzt muss ich die alten Fotos finden. Was passiert, wenn ich Nein sage? Das hört sich nicht an wie ein Ja. Das hört sich nicht an wie ein Ja. Das hört sich nicht an wie ein Ja. Okay, das funktioniert nicht. Ich muss sagen, ja, Mama. Also unsere Mutter akzeptiert kein Nein. Das ist furchtbar. Aber es muss doch einen Weg geben, dass ich was anderes machen kann. So, jetzt sage ich hier, warte mal, was sagt unsere Oma? Obwohl die Oma sehr auch gegen uns. Na,
Bilder, als wir zum Zirkus gegangen sind. Das war ein lustiger Tag. Vor allem die Mutter macht hier einen voll auf mit. Gebe das Danke im Chor. Ach. Ja, ich hab die Fotos. So, jetzt. Nein, Mama. Mary, das ist kein Witz. Willst du es tun? Nein, Mama. Ich will nicht. Okay, ich muss. So, jetzt muss ich die Fotos verbrennen. Ich weiß gar nicht, ob ich was anderes tun kann. Kann ich auch irgendwas anderes von den Fotos machen? Kann ich die verstecken? Kann ich irgendwie trinken? Ich darf hier nicht gehen. Ich darf hier nicht raus. Hallo, Hundi. Mein bester Freund, Olli. Ich habe ihn so lange nicht mich erinnern kann. Was soll ein guter Junge. Kann ich die Fotos nicht wieder zurück? Muss ich die jetzt wirklich verbrennen? No. Ich kann das nicht tun. Mama, ich will nicht. Na. No. Okay, ich bin zugezogen. So, Mama, ich habe die Fotos verbrannt. Bestimmt waren das Fotos, wo alle ich, also die Mary drauf war, so nach dem Motto, damit die Mary als Mary komplett verschwindet. Das ist ja alles so blöd. Okay, dann suche ich mal danach. Da wird es nicht sein. Ah, ne. Hier. Bla 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 bla. Da ist keine allerlei Rau. Ja, wie hieß das? Allerane. Ich habe schon wieder das vergessen. Also genau, wir müssen jetzt unterm Bett schauen. Da ist diese Allerlei-Rau, wie ich das gerne nenne. Allerraune, so war das. Ja, jetzt hier mein Drache, bitteschön. So, jetzt nehmen wir das Messer. Jetzt müssen wir mal das schnippeln. Am Ende ist das irgendwie, sind wir das, wo wir uns selbst zerschnippeln. Das ist furchtbar. Ja, ist Double G-Maker. Ah, jo. Weiß nur nicht, ob die Grafiken noch schön sind oder kosten wir Bild von Standard aus. Also. Genau, Mama. You won't be getting your best decision. If you want it, I need you to promise. Aber ich will nicht. Okay, es ändert nichts. Ich muss ja, Mama, sagen. And put up Ollie's heart. So, wir wollen natürlich nicht den armen Olli. So, und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Jetzt können wir uns stattdessen für die Ratte entscheiden. Olli hat nämlich eine Ratte gefangen. Und wir zerschneiden jetzt die Ratte. Und ich habe jetzt das Herz einer Ratte. So, das ist im Grunde das Einzige, wo ich jemals eine Entscheidungsmöglichkeit tatsächlich habe. Ja, ich hab's gemacht. Gut, ich bin stolz auf dich, bla bla. Ach übrigens, jetzt habe ich hier die ganze Zeit auf den Ton angelassen. Jetzt hört ihr, was für eine schreckliche Hintergrundmusik das Ganze läuft. Ja, sage Game. Ajo, deswegen heißt es auch Ja, Mama. Das heißt wirklich Ja, Mama. Das Spiel heißt Yes, Mama. So, endlich eine andere Musik. Und jetzt haben wir ja Start Ollies Heart. Das Herz von der Ratte. Das müsste doch jetzt irgendwas bewirken. So, jetzt passiert ja noch gleich. Und jetzt dürfte es doch theoretisch nicht funktionieren. Wait, aha, something is wrong. Mary, was hast du? One. Run. Ich renne. Oh, ich kann nicht rennen. Also Mary hat es geschafft, lebendig aus dem Keller rauszukommen. Nach vielen... One Meme. One. Stimmt. Nach vielen Stunden des Laufens durch den Schnee hoffte sie auf dem richtigen Weg zu sein. Und sie waren schon auch auf dem richtigen Weg, weil Mary fand dann endlich ein Dorf in der Nähe. Ihr war sehr kalt und schwach
Und die Dorfbewohner glaubten ihrer Geschichte nicht, die sie erzählt hat über ihre Großmutter, die zu einem Monster wurde. Aber von nun an... Was? But every now and then people will swear they hear the growls of a monster among the howling of the wind. Wie soll ich denn das jetzt übersetzen? Aber hier und da schwören die Leute darauf, ein... Oh, diese Musik im Hintergrund, gell? Schwören die Leute darauf, ein Grölen? Ich weiß nicht, nicht Growls, ein Rufen, ein Grölen von einem Monster zu hören, neben dem Heulen eines Windes. Ah ja. Aber dafür leben wir. Gerade noch so geschafft, sag ich euch, gerade so geschafft. Das Spiel selbst, ja, also dafür, dass es in einer Woche oder was erstellt wurde, fand ich das ganz gut gemacht. Aber die Hintergrundmusik fand ich furchtbar. Die Hintergrundmusik fand ich furchtbar. Bitte, bitte, Ersteller, solltest du das jemals zu sehen kriegen, wie ich das hier geletztplayt habe, ändere die Hintergrundmusik. Die war furchtbar. Aber das ist super. Also, ja. Let me down.